Wir kennen ja im Volksmund den, und es heißt erstmal nichts anderes, als wenn ich zu, dass ich zu jemandem eine sehr enge Beziehung habe und diese Beziehung schon energetisch sehr dicht ist. Und es ist ja erstmal nichts Negatives. Wenn ich das aus Freiheit heraus mache und in der Lage bin, diese Bänder, wenn ich es denn für richtig halte, auch zu lösen, dann ist es weder krank noch sonst was. Krank oder behandlungsbedürftig wird es in dem Moment, wo ich so ein Band lösen will und es lässt sich nicht lösen. Wenn ich eine Beziehung beenden will und ich kann sie nicht beenden. Wenn ich merke, ein Mensch tut mir nicht gut und ich komme aber irgendwie nicht von dem los. Und wenn ein Mensch in solchen Situationen ist, dann braucht er Hilfe. Und was solche Menschen dann ganz oft testen, ist Cord-Cutting. Das heißt, dass es dann einen Schamanen gibt, einen Helfer, der diese Bänder, diese ungesunden Bänder, diese freiheitsberaubenden Bänder durchtrennt und damit wieder eine Freiheit herstellt, die ohne diese Arbeit entweder gar nicht wieder entstanden wäre oder erst nach unverhältnismäßig langer Zeit. Ich möchte eine Sache noch mal sagen zu unserer täglichen Arbeit. In meiner Praxis ist es so, und selbst wenn meine Tester das vielleicht gar nicht wissen im Detail, drücken das auch alle Tests immer aus, dass ich eigentlich ausschließlich Leute kriege, die Formate getestet haben, die ich an mir als sehr heilsam erlebt habe. Ich bin ja nur als Doppelkrebs zwanghaft offen. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, du Andreas, ich habe da eine neue Methode, wir nehmen jetzt irgendwie potenzierte Ameisenmilch und in C8888 und davon werden wir, dann sage ich sofort, jeper, ich probiere oder bestenfalls, ich lasse mal testen, ob ich probieren kann. Aber es gibt eigentlich fast überhaupt nichts, wo ich von vornherein sage, ist Quatsch. Und ich kenne ja Kollegen, doppelte Skorpione, doppelte Steinböcke, die machen klassische Homöopathie seit 50 Jahren, immer ein Mittel, immer C200, immer frühestens nach einem Jahr wieder dran denken. Egal was zwischendurch ist, abwarten, abwarten, abwarten und am besten nur Prana-Nahrung. Und in 50 Jahren lernen die natürlich auch andere Verfahren kennen, aber die kommen überhaupt nicht für die in Frage. Ich sage nicht, dass das eine besser ist wie das andere, bloß ich weiß von mir, ich kann nicht anders. Also wenn ich sowas kennenlerne, dann, wenn er hier kommt mit seinen Schalen, muss ich rein. Wenn einer kommt mit weiß ich was, muss ich probieren. Und ich sage das auch, dass ich das probiere, aber ich bin dann auch so ehrlich, weil manchmal bin ich zum Anfang auch sehr begeistert und dann merke ich, nee, wirkt bei mir gar nicht. Und dann bin ich auch so ehrlich zu meinen Schülern zum Beispiel, die meine Begeisterung mitgekriegt haben, zu sagen, ja, vielen hilft es, aber irgendwie scheint nicht meins zu sein. Und das Irre ist, dass solche Sachen, die nicht meins sind, also mit denen ich nichts Tolles erlebe, eben auch nie getestet werden und ich die in meiner Praxis nicht anwende. Und Sachen, die ich selbst mit großer Heilkraft erlebt habe, wo ich große Wunder mit erlebt habe, die werden ständig getestet und die wende ich auch in meiner Praxis erfolgreich ein. Man könnte das auf die Formel bringen, ein Behandler braucht mit der Methode, die er anwendet, sein persönliches Damaskus-Erlebnis. Und es ist manchmal so tragisch und es ist manchmal richtig furchtbar. Ich habe Schüler, die lieben mich. Ich habe Schüler, die lieben die Homöopathie. Die sind immer da, wenn Homöopathieunterricht ist. Die lassen sich homöopathisch behandeln. Dann vielleicht auch noch von mir. Das bricht mir dann dreifach das Herz.
Und es passiert einfach nichts. Und die lernen und lernen und lernen und lernen und machen Therapie. Und es passiert einfach nichts mit Homöopathie. Und dann, weiß ich was, gehen Sie einmal zu Walfischfrau, wo ist Walfischfrau? Gehen Sie einmal zu Walfischfrau zum Cord-Cutting und dann sind alle Ihre Beschwerden weg. Und ich habe das erlebt, dass solche Leute dann zum Beispiel die Homöopathie haben sein lassen. Und dann nur noch Cord-Cutting gemacht haben und von Berlin zu Walfischfrau übergesiedelt sind. Und jetzt ihr als kleines Dankeschön, dass er von ihr lernen kann, Haus und Garten machen. Also so eine sehr intensive Schülerbeziehung. Das war jetzt ein Scherz, Schatzi. Das war jetzt ein Scherz. Ja, könnte Realität werden. Sie ist so eine große Heilerin, die kann dann anbauen, ihr Schülerhaus. Ihr Schülerhaus. Ja, darum empfehle ich ja auch immer allen meinen Schülern, probiert alles aus, seid euch nicht zu schade, euch irgendwas zu verweigern, weil ihr das vielleicht doof findet oder irgendwas, weil genau da könnte das Damaskus lauern. Und genau das könnte dann zu dem werden, was genau das Eure ist. Cord-Cutting habe ich mehrere Damaskusse mit. Darum kommt es bei mir falsch, Damaskusse? Nee, ich bin ja immer bereit, grammatikalisch zu lernen. Damaskussi. Und darum stehe ich da total drauf, ähnlich wie bei stellvertretender Heilung. Darum lehre ich es so gerne und es wird eben bei mir in der Praxis angewandt. Ich möchte nur ein Damaskus erzählen, weil das so irre ist. Ich hatte im Oktober 11 eine sehr dramatische Beziehung mit einem Menschen, mit einem total tragischen Ende dieser Beziehung. Wirklich total tragisch. Von beiden Seiten wahnsinnig tragisch. Und bin dann 2 Tage später nach Mallorca gefahren. Ich wollte erst gar nicht fahren. Ich dachte, in so einem Zustand soll ich da hinfahren. Wem soll ich denn da überhaupt irgendwas erzählen? Ich bin doch hier irgendwie das letzte Wrack. Der Berliner sagt immer irgendwie Spucke an der Wand. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe mich gefühlt wie Spucke an der Wand. Dachte irgendwie nur Drogen und Alkohol ist das Einzige, was gerade geht. Kann kein Seminar leiten, geht gar nicht, muss ich absagen. Dann haben aber meine Kollegen gesagt, nein, du kommst mit und irgendwie klappt es schon und es wird schon. Na gut, dann komme ich mit. Hab irgendwie den ersten Tag da nur rumgeheult. Und dann machen wir so eine Runde und in Mallorca ist es ja so, dass da ganz viele Therapeuten sind und die bringen auch alle was von sich so ein. Und vormittags ist ja Gruppenarbeit, nachmittags kriegen die, die vormittags eine Gruppenarbeit gehabt haben, ihre körperpsychotherapeutische Einzelarbeit oder von Frau Schollmeier eine Gestalt. Und der Rest, der behandelt sich da ganz oft gegenseitig. Es kann sein, dass das halbe Seminar sich nachmittags behandelt. Total schön. Und bei der ersten Vorstellungsrunde sagt dann auch immer jeder, was er so mitgebracht hat. Und dann sagt die eine Frau, ja, sie wäre Trennungstherapeutin. Sie hilft Leuten, sich aus Beziehungen zu lösen, die sich nicht aus Beziehungen lösen können. Termin! Und dann saß ich mit der gleich am ersten Tag nachmittags am Swimmingpool. Und erzählte der so meine Geschichte und dann sagte die, ja, hast du vielleicht ein Bild dafür? Sage ich, ja, ich bin ein Flugzeugträger, USS Robert E. Lee, irgendwie sowas, ja. Und diese Person, um die es da ging, ist ein großer Hafen. Und mein Flugzeugträger ist mit wie heißt das, wo Flugzeugträger mit festgemacht werden, das sind doch keine normalen, Taue nennt man das, aber aus Stahl. Stahltrossen. Danke, Günther. Und dann sagt sie, naja, und kann man die da nicht einfach abmachen? Nee, abmachen geht nicht. Und wenn du losfährst, habe ich gesagt, na, wenn ich losfahre, dann reiß ich diesen Hafen kaputt. Geht auch nicht. Und dann sagt sie, naja, probier mal was. Stell dir mal vor, du hast eine riesige Kettensäge in der Hand. Daher kommt meine
starke Beziehung zu Kettensägen. Ich liebe Kettensägen. Mein Neffe hatte mal so ein für sein iPhone hatte der ein ganz tolles Spiel. Schäme ich mich ein bisschen, aber es hatte was. Da kamen immer irgendwie einfach nur Zombies auf dich zu. Und du hast die einfach eins nach dem anderen immer mit der Kettensäge erlöst. Ja. Erlöst. Und der konnte das stundenlang, du konntest dann kurz mal auf Flammenwerfer umwechseln, aber ich fand die Kettensäge immer interessanter. Also ich finde Kettensäge, Mad Max unter der Donnerkuppel, könnt ihr euch noch erinnern? Ah, die Kettensägen-Szenen fand ich immer irgendwie ein Hammer. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt nehmen die Kettensäge und mach. Und ich habe an diesen Stahlseilen, das muss aber schon eine besondere Kettensäge sein, aber war so richtig so. Und irgendwann hatte ich diese Seile fertig. Dann hat sie gesagt, so, und was passiert jetzt? Sag ich, ja, jetzt nimmt so meine Mannschaft Aufstellung. Wir spielen den Janky Doodle und zum Janky Doodle verlassen wir jetzt den Hafen. Es war eine total tolle Woche. Ich war zwar immer noch ab und zu mal ein bisschen traurig, wenn ich an die Person gedacht habe, aber 90% von meinem Gehirn ist verquirlt. Ich kann überhaupt nicht mehr und verlieben werde ich mich auch überhaupt nicht mehr und Karma ist verfuscht und weiß ich was. War weg. War einfach weg. Da kannte ich das Format noch nicht, das kam später. Aber das, was ich da erlebt habe, habe ich inzwischen bei 200 Leuten erlebt. Die kommen und erzählen mir von Beziehungen, wo alles schon versucht wurde, wo alles Paartherapie, dann gibt es auch von Chris Christen das Zeug damit, die Kreise kennt er bestimmt auch. Ja. Haben sie alles probiert, geattert, alles probiert, Stunden und Tausende von Euro investiert. Mach zweimal so da mit ihrem Messer und dann ist es fertig, wie der Hesse so sagt. Ja. Es ist fertig, fertig. Es ist fertig. Also es ist schon irre. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht Leute gibt, die mit Chris Christens Kreisen und so tolle Erfolge haben. Aber bei manchen ist es wirklich Walfischfrau mit ihr elektrisches Messer. Du hast ja gar kein elektrisches. Wa? Das ist nur so eins. So, ja. Oh, ich hab die. Ja. Also es sollte schon wirklich was sehr Scharfes sein für diese Chords. Oder eben wirklich Kettensäge. Kettensäge ist wirklich, also wenn die, und es sind ja manchmal Leute, ich weiß nicht, ob ihr dieses tolle Lied kennt, es ist ja eigentlich ein völlig neurotisches Lied, ja. Aber wir stehen ja so auf neurotische Lieder. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber und, oh. Und die sind alle so toll, ja. Alles bricht, aber das ist nicht da. Da musst du wahrscheinlich denn sprengen, ne. Ich hab jetzt einen Patient, der ist General bei der Pioniere, sehr, ja, und die sprengen sehr präzise, ja, da kann man das so wegsprengen. Heilsprengen. Ja, es gibt zwei verschiedene Arten des Chord Cuttings. Ein kompliziertes, sehr wirksames, und da ich nichts Kompliziertes mache, testen die das auch nicht für mich. Das machen nur bei uns die Schlauen im Schwarm, aber höchst effektiv. Und da ich das nie mache, führe ich das auch nicht vor. Weil ich führe euch nur vor, was ich mache. Das wird euch Nicole vorführen. Das ist das sogenannte Aktive. Und denn, ich liebe passiv, gibt es das passive Chord-Cutting, was ja Walfischfrau auch schon ein paar Mal hier gemacht hat, jetzt an diesem Wochenende, wo du einfach abschneidest. Und der Patient ja nichts machen muss. Ich liebe immer Verfahren, wo der Patient ja nichts machen muss. Ich liebe das, wenn sich einer hinlegen kann und ich mache und dann steht der auf und ist gesund, wunderbar. Wir müssen so viel tun in unserem Leben. Müssen wir wissen, mal nicht mit so viel Anstrengung gesund werden. Ja, wer möchte denn was ganz Hartnäckiges, was total vier Analysen, 580 Stunden Gestalttherapie irgendwie. 5000 Einzelpackungen, Tabor, irgend sowas in der Größenordnung. Ja. Sabinchen, bitteschön. Aktives Chord Cutting. Okay. Machst du das aus? Ich mach das aus, ja, ich mach das aus. Beim aktiven Chord Cutting drückt der Patient das Problem nach außen raus. Nicole wird es gleich zeigen. Beim passiven Chord Cutting schneiden wir einfach ab und was ich euch nachher auch noch zeige, ist das Chord Building.
da ist es andersrum, da bilden wir Chords zu Dingen, die eigentlich gebildet sein sollen. Also jetzt Putting mit Nicole und Sabine.